So, Leute, meine Frisur ist immer noch chaotisch, aber wir gucken trotzdem weiter in Shorts. Wusstest du, dass es Menschen gibt, die Angst vorm Hinsetzen haben? Das nennt man Tarsphobie. Hier sind einige seltsame Phobien, die es wirklich gibt. Gamophobie bezeichnet die krankhafte Abneigung gegen das Heiraten. Oh, da habe ich auch ein paar in meinem Freundeskreis, die das vielleicht haben. Silizaphobie ist die Angst vor einem leeren Bierglas. Betroffene kriegen... Ja, das ist wahrscheinlich der eine oder andere aus Bayern, der Angst vor einem leeren Bierglas hat. Panikattacken und Angstzustände, wenn sie ein leeres Glas vor sich haben. Wer wirklich dringend muss, aber unter Urophobie leidet, hat ein Problem, denn er hat Angst vor Urin oder dem Urinieren. Gynophobie beschreibt die Angst vor allen Frauen. Und Venustraphobie dagegen, die Angst vor besonders attraktiven Frauen. Panphobie ist ein... Ja, da kann man schon mal ein bisschen nervös werden vor so einer schönen Frau. Einfach die Angst vor allem. Und Hippopotomonstrosis Kepidaliaphobie bezeichnet die Angst vor langen Wörtern. Guten Abend, die Herren. Cosmo, du bist auch gemeint. Ja. Wollt ihr was essen? Ja, Cosmo gönnt sich aber reden, Junge. Sollen wir was bestellen? Cosmo. Cosmo. Junge. Willst du auch was essen? Ja, aber dir muss ich nichts bestellen, oder? Ich muss dir nur den Napf voll machen. Junge, Cosmo liegt da einfach wie der König. Sind Sie ein Eisbrecher? Ein Einbrecher. Ha, jetzt haben Sie es zugegeben, ich hab's auf Video. Verdammt. Warum tragen Sie eine Maske, weil Sie so hässlich sind? Nein, das ist, damit man nicht weiß, wer ich bin. Wieso, wer sind Sie denn? Uwe Krautmann heiße ich. Jetzt habe ich auch noch Ihren Namen. Scheiße, arbeitest du bei der Polizei oder sowas? Nein, ich bin verdammte 3 Jahre alt. Oh, okay, ja, cool, ja, ergibt Sinn. Naja, Sie können ja jedenfalls nichts klauen, meine Mom würde mega ausrasten. Okay, ich verstehe schon. Wobei, können Sie die PlayStation 4 mitnehmen? Ja, klar. Warum? Ich hörte meiner Mom sagen, ihr wurde eingebrochen und die PS5 ist weg. Aber ich dachte, das ist eine PS4. Das ist der Trick, Uwe. Meine Mom wird es nicht wissen. Wow, du bist echt gut, Mann. Ja, jetzt klau schon und verpiss dich. Leute, die ihren Job aber ganz schlecht erledigt haben. Wie krass kann man blinde Kinder hassen? Ja gut, morgen um 2 Uhr sind wir dann alle tot, ne? Da hat jemand den Praktikanten... Das erste habe ich nicht verstanden. Was war denn mit dem Spiegel? ...kurz dran gelassen. Da hat jemand wohl kein Minecraft gespielt. Da hat wohl jemand noch nie Tetris... Alter! Ja, okay, das ist echt schäbig. Was ist denn da los? Mach doch mal richtig. ...gespielt. Da ist jemand farbenblind gewesen. Nur 2% der Menschheit lösen dieses Rätsel. Privatsphäre war noch nie so... Paletto? Und Manuel. So wichtig. Sehr, sehr entspannend. Deswegen kommt mein Zug immer zu spät. In dieses Gebäude wird mich niemand rein. Ja, das ist ja mein Hausbau. Oh, bitte nicht. Cosmo? Heute hat ja eine Freundin bei mir übernachtet, ne? Ja. Ach, so ein Süßer. Ich weiß, dass du jetzt gerne erzählen möchtest, aber ich möchte dich erstmal was fragen. Also, heute hat ja eine Freundin bei mir übernachtet, ne? Und sie hat ja in deinem Kinderzimmer geschlafen. Ja, das macht man ja nicht. Ja, und was hast du dazu zu sagen? Hat Cosmo da hingekackt? Du bist mitten in der Nacht zu ihr ins Zimmer reingegangen. Also, ja, ich weiß, es ist dein Zimmer. Aber du hast dich dann zu ihr hingelegt. Oh. Ist doch süß, ich würde mich mega freuen. Gepupst. Ja, das würde ich nicht so cool finden. Wir werden jetzt über eine Spinne sprechen, die eines der schmerzhaftesten Bisse hat und euch in der Wüste verfolgen wird. Und hier haben wir die kleine Übeltäterin. Bitten wir die Dame mal rauszukommen. Es handelt sich hierbei um eine Walzenspinne und ich gucke jetzt, ob sie aggressiv ist. Wie man sieht, ist die feine Dame überhaupt nicht aggressiv. Und der Grund, warum diese Spinne in der Wüste hinter uns herrennt, ist ganz simpel. Die Wüste ist zu heiß und die Spinne möchte gerne in unserem Schatten stehen. Hier habe ich noch ein paar süßen Aufnahmen, wie die Kleine trinkt und es handelt sich hierbei nicht um eine Spinne oder einen Skorpion. Die Bezeichnung lautet Solpugit. Und bedeutet, die vor der Sonne flieht. Folgt mir, wenn du keine Angst mehr vor Spinnen haben willst oder für mehr Infos. Ach, ich habe trotzdem noch Angst. Schneeballschlacht! Ein Rodelberg! Schneeengel! Das ist so traurig. Der Polar-Express ist da! Skilift-Fahren! Komm, wir bauen ein gemütliches Iglu. Also ich muss sagen, in München ist es an sich mega chillig. Du kannst einfach in den englischen Garten gehen. Da hast du nicht so einen ekelhaften Schnee. Da sind auch teilweise Leute gewesen, die haben so Skilanglauf gemacht. Mega geil. Schneemann bauen. Mann, der arme Schneemann. Aber es ist, da, kurz vor Weihnachten ist alles weggeschmolzen. Plötzlich einfach 30 Grad draußen. Einen Burger im gehypten Restaurant von Nusret oder ein Fischsandwich, zubereitet von einem älteren Koch am Hafen von Istanbul. Als ich gestern am gehypten Burger-Restaurant von Nusret vorbeigelaufen bin, habe ich wirklich lang...
Oh, der sieht aber schon geil aus, oder? Ich habe lange überlegt, ob ich dort reingehen soll. Ich hatte einfach Angst, dass er overhyped ist. Ich muss sagen, der Burger sah vom Aussehen wirklich saftig aus. Und ich habe wirklich keinen Bissen von diesem Burger bereut. Die Atmosphäre im Restaurant hat mir aber eher McDonald's-Vibes gegeben. Das Gegenteil war dieser etwas abgelegene Stand, wo ein älterer Mann alleine am Grill stand und Fisch gegrillt hat. Ich liebe es, an solchen Orten stehen zu bleiben, Essen zu essen, mich mit den Menschen zu unterhalten und mir ihre Lebensgeschichten anzuhören. Genau das verbindet mich mit meinen Wurzeln. Und obendrauf gab es das leckerste Fischdürüm, was ich jemals gegessen habe. Sieht geil aus. Nee, explodet nicht. Es sei denn, ja, genau. Das, wenn es Porzellan gewesen wäre, aber das ist so Eisen oder was? Heute zeige ich euch 3 Minecraft Texture Packs, aber sie werden immer komischer. Und kleine Warnung, beim letzten könnte euch vielleicht ein bisschen schlecht werden. Das ist normaler Cobblestone, oder? Ja, ja, aber das ist auch das Einzige, was normal ist. Denn in diesem Texture Pack ist alles Cobblestone. Das Gras ist Cobblestone. Das Wasser ist Cobblestone. Juhu. Das Schaf ist Cobblestone. Sogar der Ender Dragon ist Cobblestone. Damit will ich auf jeden Fall nicht spielen wollen. Nee, ich auch nicht. Dieses Texture Pack ist alles mit Paint gemalt worden. Ich muss sagen, es hört sich schlimmer an, als es... Ah, das sieht doch voll geil aus. ...eigentlich ist. Ich meine, guckt euch mal die Sonne an. Wie geil ist das denn? Vor allem die Tiere sehen sehr gut aus. Und der Iron Golem sieht ein bisschen aus wie Siegbert Schnösel, oder? Das letzte ist einfach nur eine Qual zu spielen. Auf dem ersten Blick sieht es vielleicht normal aus, aber jede Textur bewegt sich die ganze Zeit. Sogar die Items im Inventar. Ich weiß nicht, welcher normale Mensch das für eine längere Zeit aushalten kann. Schickt das einem Freund, der es unbedingt ausprobieren muss. Der wird mir irgendwann schlecht werden. Egal, es tut mir leid, dass ich dich scheinbar ein bisschen belästigen muss, indem ich hier dir was in Pommes stecke. Aber so funktioniert das. Ja, okay, das kann ich erklären. Das war irgendwie ganz komisch. Einbar. So, Edgar, Vorsicht. Den musste man aufblasen. Ich mache das mit viel Liebe. Mit ganz viel Liebe. So, und jetzt muss ich dich aufblasen. Was? Hä? So tief komme ich nicht. Oh Gott. Jetzt? Ah, jetzt. Das sieht so falsch aus. Ja, sorry, Edgar. Oh, so ein süßer Hund. Oh, die erinnert mich so ein bisschen, oder eher an meinen Hund, an Sally. Oh. Oh, so süß. Kuchen oder echt? Let's go. Oh, warte. Da haben wir Becher. Kuchen. Das sieht auf jeden Fall Kuchen aus, weil die glänzen so komisch. Und es war ein Kuchen, ja, tatsächlich. Okay, Kuchen. Das ist auf jeden Fall echt. Ja, es war easy. Das ist echt. Kuchen. Hundertprozentig Kuchen, Mann. Echt, der Schuh ist definitiv echt. Was? Ja, das kennen wir. Kuchen. Burritos-Packung ist einfach auch Cake. Ja, ist irgendwie alles Kuchen. Oh mein Gott. Der Kuchen. Basketball? Okay, das Kuchen. Ist auf jeden Fall echter Käse. Nein, Digga, das Kuchen ist doch nicht. Kuchen. Einfach Junge. Alles ist Kuchen in diesem Video. Hey, es war einfach alles Kuchen. Ah, das wird wieder so einfach zerquetscht werden. Es sieht so krass aus. Ja. Alter. Ich liebe diese hydraulischen Pressenvideos. Dinge, die du über Minecraft wahrscheinlich noch nicht wusstest. Aha. In früheren Minecraft-Versionen gab es einen Killerhasen, der einem 8 Herzen Schaden zufügte. Ja, Chance, irgendwas habe ich mal gehört. Die betrug 1 zu 1000. Für den 10. Geburtstag von Minecraft änderte Mojang die Kuchentextur zu dieser. Du kannst Granit mit Diorit und Quarz craften. Die seltenste Sache, die du aus einer Kiste bekommen kannst, ist eine Glocke mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5%. Wie viele wusstest du? Die ersten wusste ich, aber das mit diesen 1,5% nie gehört. Oh, ein Fußball. Okay, der wird einfach explodieren. Okay, war nicht so heftig, wie ich gedacht habe. Neue Klassenarbeiten. Wow. Mit versteckter Rückseite. Beeindruckend. Gar nicht schlecht, aber das ist noch gar nichts. Ein Mathe-Test, bei dem man die Aufgaben nicht versteht. Und wie findest du das? Oh ja, sehr gut. Ihr beide habt ja einen guten Geschmack. Ey, das war einfach immer in Mathe bei mir. Ich habe gelernt und die Klausuraufgaben waren einfach anders als alles andere, was wir davor hatten. Und ich saß dann da einfach so und dachte mir, hä? Aber das habt ihr noch nicht gesehen. Ein Biologietest, bei dem man die Abbildung nicht erkennen kann. Oh ja. Ja, ist in Ordnung. Wie sieht's denn aus bei dem Englischlehrer? Eine Höraufgabe, bei der man nichts versteht. Hey, ist alles okay bei dir? Du bist ja ganz schön am Spitzen, ne? Aber wieder 10 von 10 einfach zusammengefasst.
Das ist der neue Weg, um deine Freundin Brookhaven zu trollen. Sie werden absolut gar nichts verstehen. Und ich werde dir nun zeigen, wie es funktioniert. Als allererstes geht ihr zu McKay und geht hinein. Warten Sie einen Moment. Hä? Wer bist du? Ich bin der Owner von Brookhaven. Und wer dieses Video nicht liked oder diesen Kanal abonniert, der wird für immer aus Brookhaven gebannt. Nein. Ich verstehe einfach gar nicht, was hier gerade abgeht. Ah, denn ich will nicht aus Brookhaven gebannt werden. Ja. Oh, sorry. Oh. Smurf! Italiener in ganz Köln. Schauen wir mal in die Bewertung. Die schlechteste Bewertung, Pizza in Köln bestellen. 2 von 5 Sternen, das mit Abstand der schlechteste Italiener, bei dem wir hier bestellen können. Leider war die Pizza kalt, kaum Anchovies drauf und eine alte Zwiebel, sehr dick geschnitten, verteilt. Leider nicht lecker. Lecker. Schauen wir mal rein. Schauen wir kurz durch die Kategorien. Sizilianische Spezialitäten. Pizza, Pasta, Gnocchi, Suppen, Salat, Dessert, alkoholfreie Getränke. Oh, jetzt kriege ich auch Hunger. Pizza testet man aber immer am besten mit einer Margarita. Und die kostet nur 5 Euro hier. Das ist für Köln tatsächlich sehr günstig. Ich glaube, wir brauchen noch einen Mindestbestellwert. Dazu gibt es noch ein Dessert. Tartufo al Cacao. Ja, oder so eine... Ist angekommen. Ein Look auf die Pizzi. Sieht doch gut aus. Ganz gute, ganz normale Pizza, würde ich sagen. Schauen wir mal schnell beim Nachtisch. Aber die Schokoladenschicht da drauf sieht famos aus. Let's try. Das ist ganz lecker. Insgesamt auch bei mir so eine 3,5. Ich fand, das sah geil aus. Ich konnte es natürlich nicht schmecken. So werden Hacker in Spielen bestraft. Wenn man in H1Z1 gecheatet hat, wurde man gebannt und durfte nur dann wieder spielen, wenn man ein öffentliches Entschuldigungsvideo aufgenommen hat. Wenn man dagegen in The Stanley Parable versucht zu cheaten, wird man in diesem... Aber das ist geil, so ein öffentliches... Es tut mir leid, dass ich gecheatet habe. ...diesen Raum teleportiert. Dort wird einem erklärt, warum es schlecht ist zu cheaten und man muss das Spiel neu anfangen. Eine Batterie. Ah, stimmt, sowas. Da habe ich mich das letzte Mal schon gefragt. Junge, das ist so schwarz da drin? Was ist denn in diesem... Ich war gerade am Frühstücken und guckte meinen Lieblings-YouTuber, als ich meinen Augen kaum trauen konnte. Vor lauter Ablenkung hatte ich mir zuerst Milch in die Schüssel geschüttet. Aber nur richtige Versager machen Milch vor Müsli in ihre Schüssel. Bah. Und weil ich kein Versager sein wollte, äxte ich die Milch weg und machte mich direkt auf den Weg zum Supermarkt, um mir eine neue Packung... Moment mal, er ist, glaube ich, in der Metro oder so. Das ist doch kein normaler Supermarkt. ...Milch zu besorgen. Gang für Gang suchte ich ab, bis ich den richtigen gefunden hatte. Ach ja, das Leben als Gewinner ist einfach der Wahnsinn. Was macht ihr als erstes rein? Seid ehrlich. Erst Milch oder erst Müsli? Also bei mir Müsli immer als erstes rein. Ist wirklich so. Außer es... Okay, ich werde nicht zu viel verraten. Ist ein Geheimnis. Als ich 15 war, wollte ich etwas von einem Mädchen. Ihr Name war Nina. Nina, falls du das hier siehst, es tut mir leid. Nina und ich hatten ein Date am Werdersee in Bremen. Wir sind sogar in diesem See schwimmen gegangen und hatten viel Spaß. Obwohl ich wusste, dass in diesem Werdersee regelmäßig die Hunde reingekackt haben. Wir haben uns dann entschlossen, nach dem Schwimmen zu ihr zu fahren. Und ich dachte, jetzt kommt mein großer Moment. Oh, bei ihrem Zimmer war das einfach nur unangenehm, weil wir uns die ganze Zeit angeschwiegen haben. Ich wollte Nina küssen, aber wusste nicht, wie ich das anstellen soll. Dann hatte ich die beste Idee meines Lebens. Ich habe Folgendes gesagt. Nina, du weißt doch, unsere Freunde Enno und Mona haben auf der letzten Party rumgemacht. Wollen wir das auch so machen? Sie hat Nein gesagt und danach bin ich nach Hause gefahren. Oh. Ach, junge Liebe. Eieiei. Ich habe den Schlüssel deiner Mutter gefunden. Kommt da jetzt was kommt da jetzt? Kommt da jetzt eine Kette? Die Kette, mit der ich da Monat durch Dreck gezogen habe. Ah. Okay. Was würde passieren, wenn plötzlich alle Mücken verschwunden wären? Oh, das wäre schön. Danke an Mimi für oder? Die Frage, machen wir uns dran. Mücken sind nicht nur nervig, sie sind sogar die tödlichsten Tiere der Welt. Denn jedes Wegen Jahr Malaria. Sterben etwa 750.000 Menschen an Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden. Ohne Mücken hätten wir also etwa 750.000 Tote weniger jedes Jahr und die meisten von ihnen sind Kinder unter 5 Jahren. Es gibt aber auch Tiere, die auf Mücken als Futter angewiesen sind. Zum Beispiel Zugvögel oder Fische, die deren Larven essen. Und außerdem bestäuben Mücken den Kakaobaum. Das bedeutet, ohne Mücken gäbe es weniger Kakao und dementsprechend auch weniger Schokolade. Ja, da müssen wir halt alle mal ein bisschen auf Kakao verzichten. Das Verschwinden der Mücken... Ja, ich weiß, Mücken sind dann wichtig. Hätte also vermutlich einige negative Effekte auf lokale Ökosysteme, aber eben auch positive auf globale, da wir eine Menge Menschenleben retten könnten. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass sich unser Ökosystem ständig anpasst und wenn die Mücken weg sind, könnte eine andere, giftigere Art ihren Platz einnehmen. Und außerdem gibt es 3500 Mückenarten und nur 100 davon stechen Menschen. Aber wie ist deine Meinung? Schreib mir einen Kommentar und folge mir. Ja, ist schon okay mit den Mücken. Ich finde sie trotzdem nervig. Ich hasse Mücken. Und damit war's das für heute.